Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie zu begrüßen zu einer neuen Ausgabe von Auf ein Bier mit. Und ich habe die große Freude, Sie zu begrüßen aus Meuro. Und zwar aus dem Gasthof Meuro, der eine lange Tradition hat, 1902 hier entstanden ist, in Familienhand ist. Es ist die Familie Hirch, die dieses Lokal betreibt, einen großen Saal hat. Das sieht man hoffentlich ja auch in der Aufnahme. Und ich freue mich, da ich mich doch so für brandenburgische Dorfgaststätten und ländliche Gastronomie einsetze, ein solches Unternehmen hier zu finden. Dieses Lokal hat auch noch einen zusätzlichen Aspekt, weil hier die Band Joe Vegas and the Rockabillys geübt hat. Und in dieser Band war mein Freund und Mitarbeiter Volker Seifert aktiv. Und insofern gibt es auch diese Verbindung. Ich freue mich, heute hier in Meuro, im Gasthof Meuro, zu begrüßen Petra Quittel. Guten Ganz Tag. Herzlich willkommen, liebe Petra. Danke. Petra ist in vielfältiger Funktion hier in der Region aktiv. Es sind wirklich viele Funktionen. Ich glaube, die jüngste, aber dir eine sehr wichtige Funktion ist die der Ortsvorsteherin deines Heimatortes Annahütte. Das ist nicht weit von hier. Dazu noch eine herzliche Gratulation, Danke. Ortsvorsteherin. Gleichzeitig bist du die Vorsitzende der Gemeindevertretung in Schipkau. Ja. Bist die Fraktionsvorsitzende unserer, der CDU-Fraktion, im Kreistag von Oberspreewald-Lausitz und bist auch stellvertretende Kreisvorsitzende der CDU. Also, ganz viele Funktionen. Warum, liebe Freunde, warum hat Petra Quittel so viele Funktionen? Weil sie gebraucht wird. Weil sie in einer ganz besonderen Art und Weise wirkt. Das liegt auch an deinem Beruf und darüber wollen wir gleich sprechen. Du bist nämlich gelernte Krankenschwester, ja, bist tätig in den Niederlausitz-Kliniken der Sana und insofern wirklich täglich mit den Vorteilen, Nachteilen, Herausforderungen auf jeden, ja, Fall des deutschen Gesundheitssystems hier in der Region konfrontiert. Und darüber wollen wir sprechen aus deiner Erfahrung. Erstmal ganz herzlich willkommen und zum Wohl. Die Sendung heißt ja Auf ein Bier mit. Prost. Zum Wohl, Prost. Es ist übrigens so, dass ich ja immer sehr für regionale Biere bin. Das Krombacher Bier ist ein sehr gutes Bier. Es ist nur leider nicht wirklich regional aus der Lausitz. Aber gut, irgendwie muss man Kompromisse machen. Keine Kompromisse sollten wir im Gesundheitswesen tun. Aus deiner Erfahrung, täglich im Krankenhaus und auch mit deiner langjährigen Erfahrung, was sind die Punkte, die sich aus deiner Perspektive ändern sollten? Oder wo siehst du die Schwerpunkte? Wenn man Schwerpunkte sucht für das Gesundheitswesen, muss man gucken, wo sind eigentlich unsere größten Probleme. Das sind überfordertes Personal, zu wenig Personal, zu wenig Investitionen. Zu viele Patienten auf zu wenig Ärzte. Mhm. Das sind diese Baustellen, die man anpassen kann. Die Qualität des Gesundheitssystems in Deutschland ist richtig gut. Das sollte das ist man ja einfach meine mal wirklich so dastehen lassen. Ja. Wir sind auch im Vergleich, wenn man europäisch schaut, gar nicht so schlecht, wie das eigentlich oft erzählt wird. Es gibt große regionale Unterschiede. Wir haben in Hamburg zum Beispiel eine große Ärztedichte, wir haben hier aber in Brandenburg eine relativ kleine Ärztedichte. Mhm. Bei mhm. uns behandelt ein Arzt ca. 100 Einwohner, das ist relativ viel. Entschuldigung, 100 wäre schön, 500. Auch 500. Oh, ja. Oh, ja. Das ist dann schon eine ganze Menge. Ja. Und ja, ja, wenn man sich die Struktur, die Demografie anschaut, sind wir eine Bevölkerung, die überaltert. Also wir haben deutlich mehr Ältere als junge Menschen. Und es ist einfach so angelegt, dass unsere älteren Menschen viel mehr einen Arzt brauchen als jüngere. Ja, absolut. Das ist absolut einfach das Normale. Ich würde gerne mal nachhaken bei den Fachkräften. Ja. Da fehlt es überall. Also ich weiß es natürlich, ich lebe ja selber hier. Ich weiß ja, es, dass es an Fachärzten oft fehlt. Aber wie ist es in den pflegerischen Berufen? Wie ist es bei Personal im OP-Raum? Wie ist es bei Krankenschwestern? Gibt es Nachwuchs? Das ist doch eigentlich ein schöner Beruf. Es ist ein schöner Beruf. Es ist ein Beruf, der sehr viel beworben wird. Man macht in Deutschland sehr viel dafür, um diesen Beruf attraktiv zu machen. Aber es ist einfach trotzdem ein hoher Bedarf an Pflegekräften. Ob im Pflegeheim oder im Krankenhaus, das ist völlig egal. Das können Sie gleich ziehen. Es gibt ganz viele Ausbildungsstätten für Krankenschwestern. Das muss man dazu sagen. Da hat auch man hier sich, regional? Ja, auch regional. Ja, ja. Wir haben eine Schule in Klettwitz. Die Sana-Kliniken bildet aus. Die ja, Schule dazu ist in Klettwitz. Ja. Also gleich um die Ecke. Wir haben in Cottbus die nächste Schule. Das ist schon relativ nah dran. Man kann das gut machen als junger Mensch.
von A nach B zu kommen. Die Krankenhäuser bilden alle aus, die Pflegeheime bilden alle aus. Mhm. Aber trotzdem ist es ein Beruf, der unattraktiv ist, weil er Schichtdienst hat und Nachtarbeit. Und, ja, das Problem kennen wir auch von ähnlichen Berufen. Nicht? Work-Life-Balance der Zukunft läuft ein bisschen anders. Also ja. Da braucht es viel Akzeptanz, das genauso zu machen. Und da, denke ich, hindert einige wirklich länger in diesem Beruf zu bleiben. Ausbilden tun wir eigentlich relativ viel. Die Frage ist, wie viel bleiben eigentlich nach 5 Jahren noch in diesem Beruf? Aber was Beruf? Kann man da machen? Ich meine, die Nachtschicht ist nun mal in der Nacht. Ja. Und es wird immer einen Bedarf geben, Nachtschichten zu machen. Müssen die besser bezahlt werden oder müssen das ist nicht die besser ausgeglichen werden? Das, mal ganz das, praktisch, der, was kann man da machen? Das zweite war eigentlich der richtigere Satz, denn ich denke, so schlecht wird es nicht bezahlt. Es müsste einen Ausgleich geben für Menschen, die im Drei-Schicht-System arbeiten, zum Beispiel beim Thema Rente. Ein vorzeitigerer Renteneintritt, wenn ich durchgehend im Drei-Schicht-System gearbeitet habe. Würde wer sehr vielen Menschen etwas bringen, also nicht nur im Gesundheitswesen. Und ich denke, wir müssen Pflegezeiten oder Schichtzeiten ein bisschen anders denken. Da bin ich jetzt auch nicht der, der sofort die Lösung parat hat. Aber das geht schon viele Jahre so, dass man sagt, wir müssen mal schauen, ob wir da eine andere Denkweise haben, eine andere Lastung der Arbeit. Mit mehr Pflegepersonal, wenn ich gut bestückt bin mit Pflegepersonal, wird die Arbeit auch wesentlich unanstrengender. Also das ist wirklich proportional so zu sehen. Interessant. Von Cottbus war eben die Rede. Ja. Ja, da ist ja jetzt ganz große Hoffnung auf die Unimedizin. Ja. Ja, wie sieht das aus der direkten Perspektive eines Krankenhauses in Senftenberg? Persönlich habe ich mich total gefreut, dass das klappt mit der Unimedizin, weil wir dann in Brandenburg Mediziner ausbilden können für unsere ländlichen Gegenden. Also erstmal diesen Mediziner-Nachwuchs haben. Und sowas hat immer eine Sogwirkung, dass die in die umliegenden Krankenhäuser geht. Wir haben ja immer mal junge Leute mit dabei und es macht richtig Spaß mit denen, weil die interessiert sind und weil die unser System ja auch voranbringen können. Und ich denke, dass das Auswirkungen bis zu uns hat. Ja. Es wird sich noch zeigen, wie viel wirklich wir partizipieren können davon. Ja, ja. Aber ich denke, das wird werden, weil viele Mediziner bleiben oft in der Nähe ihrer Universität. Wir haben ja hier auch wirklich was zu bieten. Und die regionalen Kliniken werden dann auch die Praxiskliniken für die zukünftigen Ärzte, sie werden nicht alle Mediziner aus den Studiengängen in Cottbus in der Universitätsklinik unterbringen können. Es werden sich einige die umliegenden Krankenhäuser suchen. Und wenn die gut mobil erreichbar sind, warum nicht? Man kann von Cottbus schnell in unsere Sana-Kliniken fahren. Ja, das empfehlen wir sehr. Ja. Ich habe hier noch aufgeschrieben, Stichwort Krankenhausreform. Wie blickt man da auf den Bund? Was sind die Erwartungen? Ich meine, ich bin Mitglied des Bundestages. Was kannst du uns da noch mitgeben? Krankenhausreform ist sehr negativ durch die Presse gegangen. Ich persönlich bin aber jemand, der sagt, Krankenhausreform muss sein. Die Frage ist, wie ist die Reform wirklich richtig? Ja, ich denke, klar. Das DRG-System zu ändern, ist eins, obwohl ich direkt damit nichts zu tun habe, eher nur aus der Erfahrung spreche, dass es einem keine gerechtfertigte Abrechnung ist, dass ich das ändern muss. Aber jeder setzt ja mit Krankenhausreformschließung von Krankenhäusern gleich oder dass man zumacht. Ich denke, es muss eine Veränderung in der Krankenhausstruktur geben. Das wird eher weniger unser Raum sein, wo die Krankenhäuser nicht diese Dichte haben. Es wird eher in dem Ballenzentrum sein, wo ganz viele sind. Klinik gibt. Ja. Und es macht auch wirklich, was ich mir immer gesagt habe, es macht nicht Sinn, in kleinen Krankenhäusern hochspezialisierte Eingriffe, alle Eingriffe abzudecken, sondern man sollte sich fokussieren und schauen, man kann als Krankenhaus auch Anlaufstelle sein für eine Erstversorgung. Dass man wenigstens eine vernünftige, gesicherte Erstversorgung kann, dass man behandelt wird und wenn man eine spezialisierte Behandlung braucht, halt in ein anderes Krankenhaus kommt. Es sind dann zwar viel Patientenströme in Deutschland da, hier, wir werden das deutlich merken, aber in Berlin, in Dresden, in den großen Städten wird das gar nicht so doll auffällig sein. Also ich finde schon, dass es gemacht werden sollte. Interessant. Das Wichtigste an der Sache ist, wir werden nicht mehr Mediziner bekommen, weil wir werden einfach viel weniger Menschen sein, die diese Ausbildung machen. Wir sind angewiesen auf ausländische Arbeitskräfte. Das auch ist ganz wichtig, Punkt, ja. Dass die Bürokratie in dem Punkt abgebaut wird, dass die Zulassung einfach für ausländische Fachkräfte kommt, dass wir genau vergleichen können, was die für Ausbildung haben und die in diesem Bereich mitnehmen. Dann die Anerkennung. Genau, die Anerkennung des Berufes, das ist ganz wichtig, dass sie das gut verteilen. Denn nur gut ausgestattete Krankenhäuser machen auch eine gute Qualität. Sehe ich absolut so. Letzter sachlicher Punkt, Zahnärzte. Ich habe mir hier in der Vorbereitung noch aufgeschrieben, es droht irgendwie ein Zahnärztemangel. Ist das richtig? Ja. Also wenn ich durch Finsterwalde gehe oder auch durch andere Orte meines Wahlkreises, meine Damen und Herren, da sehe ich also...
Mehr Zahnärzte als Kneipen jedenfalls. Ich hatte es persönlich erlebt, meine Zahnärztin, mit der ich Silberhochzeit gefeiert habe, weil so viele Jahre war ich bei der, ist in Rente gegangen. Mhm. Und dann sagt sie, bitte Frau Quittel, suchen Sie sich einen neuen Zahnarzt. Und es gestaltete sich plötzlich sehr schwierig. Ach so, ja. Weil Hauptproblem einfach, ist Pensionierungswellen. Wir sind ja in den Babyboomer-Jahren, also die um die 60 sind bis 64, 65, das kommt jetzt alles mit einem Schwung. Ja, ja. Und irgendwann dazu haben die auch wohlverdient ihre Rente und dürfen aufhören zu arbeiten. Ja. Und es ist schwierig, das nachzubesetzen. Es ist einerseits eine finanzielle Frage, andererseits eine personelle Frage. Aber wir im Landkreis OSL haben das schon erkannt und haben auch für die Zahnärzte ein Medizinerstipendium eingeführt. Das ist eine gute Sache. Ja, meine Damen und Herren, das bedeutet also, dass Studenten, die Zahnmedizin oder auch Humanmedizin studieren, vom Landkreis ein Stipendium erhalten und sich dafür aber verpflichten müssen, nach dem Studium eine gewisse Anzahl von Jahren, die Fachausbildung hier zu machen oder hier in der Heimat zu machen und zu bleiben. Also das ist eine ganz gute Sache. Also ich bedanke mich sehr. Ich glaube, Ihnen und euch ist klar geworden, warum Petra Quittel so begehrt ist in der Politik auch, weil du einfach zwei Dinge verbindest. Engagement und Kompetenz. Ja. Es war eine Freude, mit dir hier bei Auf ein Bier gesprochen zu haben. Wir werden jetzt hier in Meuro in dem alten schönen Gasthof noch die Biere austrinken. Und ich danke für die Aufmerksamkeit. Danke vor allen Dingen Petra Quittel fürs Kommen und meinem Team hier für den ganzen Aufbau und die Technik. Auf bald, meine Damen und Herren. Einen schönen Sommer Ihnen allen. Und wir sehen uns dann wieder im August, September. Bis dann. Alles Gute. Tschüss.